Ja, Herr Rosenthal, wir machen jetzt gerade das, was wir so als Uni auch noch nicht getan haben, ein spontanes Interview. Aber wir sind auch in einer ganz besonderen Lage. Seit 14 Tagen ist hier eigentlich ein Wirbel bei uns im Präsidium, wie wir ihn auch noch nicht erlebt haben. Haben Sie schon mal eine vergleichbare Erfahrung gemacht in Ihrem Leben? Nee, eine vergleichbare Erfahrung habe ich bisher nicht gemacht. Es gibt natürlich ein bisschen Hintergrund, den ich als Mediziner habe. Ich habe mich gerade in meiner Berliner Zeit, die ja der jener Zeit vorausging, sehr viel mit Fragen der Epidemiologie, der öffentlichen Gesundheit auch befasst im Rahmen Berlin und Brandenburg. Deswegen Hintergrundwissen gibt es. Ich habe auch sehr viel dafür getan, dass Epidemiologie einen Platz findet in der Hightech-Medizinforschung, also in der molekularen Forschung, habe einen Lehrstuhl für molekulare Epidemiologie eingerichtet und bin auch jetzt noch Beiratsvorsitzender eines epidemiologisch ausgerichteten Instituts in Bremen. Und das ist ja jetzt, glaube ich, das Wichtige, dass wir gute epidemiologische Informationen haben, um auch über den Tag hinaus mit dieser Krise vernünftig umgehen zu können. Aber es ist eine Ausnahmesituation, die eigentlich keiner von uns erlebt hat. Was, Sie beobachten ja auch ständig die Zahlen, die Entwicklung, die es im Moment gibt. Können Sie zur allgemeinen Lage noch mal was sagen? Ja, wir sehen ja, dass die Infektion um sich greift. Wir hatten heute aktuell 6.000 neu bestätigte Fälle. Ich will jetzt nicht auf die Tageszahlen so starren, weil wir auch wissen, dass es werden immer mehr Tests durchgeführt. Es werden also einfach mehr Leute getestet, mehr Personen getestet und deswegen steigen auch die Zahlen. Das wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Das heißt nicht unbedingt, dass sich die Lage dramatisch verschlimmert, weil ich davon ausgehe, dass es eine Dunkelziffer gibt. Da wird drüber spekuliert, ob die beim Faktor 10 liegt, dass wir also jetzt nicht 50.000 haben, sondern vielleicht 500.000 und uns dann der Millionen irgendwann mal näher, das kann schon durchaus sein. Also nicht ängstlich auf die Zahlen starren, aber klar ist, dass sie zunehmen werden in den nächsten Tagen. Das wird nicht anders sein. Wir haben weltweit natürlich sehr unterschiedliche Probleme. In New York zum Beispiel haben wir eine extrem schwierige Situation zurzeit. USA ist an die Spitze nun gekommen, was die registrierten Infektionen angeht innerhalb der letzten Tage. Das war eine unglaublich rasante Entwicklung und auch extrem viele Todesfälle. Es gibt natürlich viel zu viele Todesfälle. In Italien haben wir wahnsinnige Probleme, auch in Spanien. Davon haben die meisten gehört, dass man praktisch die Sterbenden auch nicht mehr betreuen kann, schon mal gar nicht beatmen kann. Das sind schon Verhältnisse, die sehr erschreckend und beunruhigend sind. Und das zu erleben, ist wirklich was Neues auch in diesem Umfang in unseren Zeiten. Und man hätte sich nicht vorstellen können vor ein paar Wochen, dass sowas in Europa auch stattfinden kann, wo ja in der Regel die Gesundheitssysteme doch im Vergleich zu vielen anderen Ländern gut aufgestellt sind. Ich würde nochmal zu uns hier in Deutschland sagen, wahrscheinlich trotz Mängel, die bestehen, die will ich auch gar nicht kleinreden, sind wir grundsätzlich ganz gut aufgestellt. Es gibt Programme, die auch ziehen, dass eben Intensivbetten bereitgestellt werden. Der Test wird erheblich ausgeweitet jetzt. Da gibt es auch zentrale Bemühungen seitens des Robert-Koch-Instituts, sodass ich denke, dass wir da einigermaßen gerüstet sind. Was wir nicht wissen und auch keiner sagen kann, ist, wie groß jetzt die Welle der Schwerkranken werden wird, also wie stark die Intensivstationen in Anspruch genommen werden und ob da unsere Kapazität dann ausreicht. Der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Das mag sein, aber keiner weiß, ob es ein Sturm wird, ob es ein Orkan wird. Das müssen die nächsten Tage halt zeigen. Aber es ist schon damit zu rechnen, dass es mehr Patienten gibt, die auch intensiv betreut werden müssen. Sehr unterschiedlich auch in Deutschland. In Jena, das ist der Stand von vorgestern, glaube ich, gab es keinen Corona-Patienten, der auf der Intensivstation betreut werden musste. Es gab 8 Corona-Patienten, die auf der Normalstation waren, also eine natürlich nur für Corona-Patienten vorgesehene Station. Und das Klinikum hat viele Routinefälle ausfallen lassen, sodass man jetzt einen gewissen Leerstand hat an Betten und auch die ambulante Medizin wurde runter
gefahren, um jetzt eben dann gewappnet zu sein für den großen Ansturm, von dem, wie gesagt, wir nicht genau wissen, wann er kommt und in welchem Umfang er kommt. In Jena gab es jetzt auch eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Uni und dem Klinikum. Können Sie da noch ein paar Worte zu sagen? Ja, wir haben eigentlich sehr früh auch uns abgestimmt, dass eben die Universität und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden der Universität sich einbringen in die aktuelle Situation. Es gibt ein ganz großes Engagement der Medizinstudierenden, das hat aber das Klinikum schon vor einigen Wochen organisiert. Mehrere hundert Studierende betätigen sich im Rahmen der Krise am Klinikum. Wir haben dann Aufrufe gemacht an der Universität, da ging es dann um eine Mitarbeit bei den Tests, da braucht man Leute, die molekularbiologisch bewandert sind. Und auch da haben sich so viele gemeldet, dass gar nicht alle mitarbeiten können bei diesen Tests. Aber es hat auch heute nochmal der Bürgermeister der Stadt, Herr Gerlitz, gesagt, dass es da ein großes Engagement der Uni gab und dass die Uni auch dazu beiträgt, dass in Jena umfangreich getestet werden kann. Und ich hatte ja schon gesagt, das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir einfach überall in Deutschland, das ist für jedes Land natürlich wichtig, sehr umfangreich testen. Also da hat sich die Uni ganz gut eingebracht und wir haben auch sehr klar gesagt, dass wir seitens des Präsidiums das Ehrenamt, eine Wahrnehmung eines Ehrenamtes unterstützen. Wenn also jemand ein Ehrenamt im Rahmen der Krise wahrnehmen möchte, bei der Stadt, bei der Caritas, beim Roten Kreuz, bei der Diakonie, wo auch immer, dann wird es seitens der Universität unterstützt, zum Beispiel dadurch, dass wir dann auch eine Freistellung gewähren. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, alle zu bitten, sich in der Krise zu engagieren. Es gab weitere Unterstützungen. Herr Schubert, einer unserer Chemiker, hat Desinfektionsmittel zum Beispiel hergestellt und hat außerdem Pufferlösungen hergestellt, die für die Durchführung des Tests wichtig sind. Also es gab da eine Menge Unterstützung seitens der Universität und das ist auch unsere grundsätzliche Haltung. Wenn das Klinikum oder auch die Stadt an uns herantreten, dann möchten wir oder bitten wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Studierenden zu unterstützen, wo das auch immer möglich ist. Bei den Studierenden werden wir dann auch entsprechend ein Urlaubssemester gewähren. Das ist auch in Teilen schon erfolgt. Es haben sich zum Beispiel eine ganze Menge, ich weiß gar nicht genau wie viele, angemeldet zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Robert-Koch-Institut in Berlin. Da gab es eine richtige Welle aus Jena der Studierenden, das fand ich toll und schon mal vielen Dank dafür. Und wir wollen es weiterhin zur Hand haben, dass wir dieses ehrenamtliche Engagement, Tätigkeit außerhalb der Universität, soweit wie es geht, mit unterstützen und alle ermutigen, daran teilzuhaben. Schauen wir nochmal auf die Friedrich-Schiller-Universität Jena. In der letzten Woche ist die Universität in einen Notbetrieb übergegangen. Wie ist denn seitdem die Lage hier an der Uni? Ja, es ist sehr ruhig geworden, auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Kein Betrieb, sehr, sehr wenig Betrieb. Die meisten Gebäude sind geschlossen. Wir haben ja auch von Anfang an sehr früh sehr klar gesagt, dass wo immer möglich Homeoffice betrieben werden soll. Alle Vorgesetzten sind aufgerufen zu überprüfen, ob nicht denn doch Tätigkeiten im Homeoffice verrichtet werden können. Und nur dann, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann ist Präsenz möglich. Da kann man auch Präsenzarbeit machen. Das betrifft natürlich die verschiedenen Gruppen in unterschiedlicher Weise. Es betrifft Teile der Verwaltung, aber auch in der Forschung gibt es eben Tätigkeiten, die fortgesetzt werden müssen. Wenn hier an der Uni, in den Gebäuden der Uni gearbeitet wird, dann müssen ganz strikt die Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden. Das ist der 2-Meter-Abstand. Es soll weniger als 5 Personen zusammenkommen, aber auch dann müssen diese ganzen dieser Abstand eingehalten werden, alle Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts. Nur unter diesen strengen Bedingungen ist eben eine Präsenztätigkeit zurzeit möglich. Ansonsten hat das Homeoffice Vorrang. Wenn immer was im Homeoffice erledigt werden kann, dann soll es auch geschehen. Wir sind uns auch des Problems bewusst, dass das manchmal nicht so einfach ist, Homeoffice zu betreiben und auf 2, 3 Kinder aufzupassen und da wollen wir auch sehr großzügig verfahren. Was aber unabdingbar bleibt, dass man grundsätzlich, wenn man Homeoffice macht, erreichbar bleibt für die Universität. Man kann also nicht abtauchen, mal eben 14 Tage, sondern man muss ansprechbar sein für die Vorgesetzten. Wir haben das auch so geregelt jetzt, dass die
dass Absprache mit den unmittelbaren Vorgesetzten erfolgen. Wir glauben nicht, dass es da zentrale, sehr präzise Regeln geben kann. Wir wissen auch, dass das manchmal dann ein Anlass zur Kritik oder zur Beschwerde bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Wir bitten die Vorgesetzten darauf zu achten, alles, was ins Homeoffice zu schieben ist, auch wirklich reinzuschieben, und bitten aber auch die Mitarbeiter, bei denen es dann nun nicht geht, dann doch ihre Tätigkeit hier in den Gebäuden der Universität wahrzunehmen. Die Krise hat uns als Uni hier in der vorlesungsfreien Zeit getroffen. Das heißt, die Vorlesungen sind eigentlich nicht besonders betroffen gewesen, da hatten wir eh nicht mehr so viel Vorlesungen gehabt, aber die Prüfungen wurden ausgesetzt, wurden gestoppt. Die Studierenden haben sehr viele Fragen im Moment an uns. Können Sie schon etwas sagen, wie jetzt der Beginn der nächsten Vorlesungszeit gestaltet werden soll? Ja, es ist so, dass wir noch keine Entscheidungen mitteilen können, weil diese Entscheidungen nicht von uns allein getroffen werden. Es musste ein Einvernehmen mit dem Land getroffen werden. Das Land versucht auch thüringenweite Lösungen dann umzusetzen, und zum Teil hängt das Land wieder in der Bundesschleife drin. Die Länder wollen also möglichst gleiche Entscheidungen treffen, was jetzt das Sommersemester 2020 angeht. Was im Augenblick im Raum steht, sind zwei Modelle. Das eine Modell, was ja auch sehr stark in einem Aufruf von weit über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützt wurde, war, dass es ein Freiwilligensemester gibt, dass zwar Angebote gemacht werden in möglichst großem Umfang, ganz viele Online-Angebote, und was anderes gibt ja zurzeit auch gar nicht. Vielleicht gibt es dann auch später die Möglichkeit, auch mehr wieder Präsenzlehre zu machen. Aber es werden Angebote gemacht und die Studierenden entscheiden selber, ob sie diese Angebote wahrnehmen oder nicht. Freiwilligensemester. Das hätte die Konsequenz, dass die Regelstudienzeit angepasst werden müsste bezüglich BAföG und so weiter. Da müssten also einige Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden. Und da sieht man schon, dass wir das hier nicht vor Ort einsam entscheiden können. Im Augenblick läuft es eher in eine etwas andere Richtung. Es läuft in die Richtung, dass man darüber nachdenkt, aber auch dazu gibt es noch keinen Beschluss, das Sommersemester sehr weit auszudehnen, zum Beispiel bis in den November hinein. Und das würde zur Folge haben, dass die darauffolgenden beiden Semester, das Wintersemester und das Sommersemester, dann eben entsprechend kürzer gehalten werden würden. Das soll auch dann bundeseinheitlich geregelt werden. Es wird also angestrebt, einen bundeseinheitlichen Semesterbeginn und auch ein Semesterende zu haben. Es soll aber dann den Hochschulen viel Freiheit eingeräumt werden, festzulegen, wann denn der Vorlesungsbetrieb stattfindet. Man kann also in diesen 8 Monaten, die es vielleicht sind, ich habe es gar nicht so genau ausgerechnet, kann man jetzt entscheiden, wann die Vorlesungszeit stattfindet. Das finde ich im Prinzip gut. Es könnte sein, dass da in der kommenden Woche bundesweit darüber entschieden wird. Die Wissenschaftsministerien sind daran und haben sich vorgenommen, das jetzt zeitnah zu entscheiden. Aber insofern kann ich auch noch keine definitive Antwort heute geben. Wir in Jena würden gerne an dem jetzt in Thüringen vorgesehenen Vorlesungsbeginn, 4. Mai, festhalten, um einfach loslegen zu können. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit dem Ministerium. Und da gibt es auch eine gewisse Offenheit für diesen Wunsch. Ich kenne jetzt noch nicht die Position der anderen Thüringer Hochschulen, aber ich denke, die Aussichten sind nicht schlecht, dass wir am 4. Mai dann beginnen können mit dem Vorlesungsbetrieb. Und deswegen auch an die Bitte an alle, die Lehrenden, Studierenden, sich auf diesen Termin schon mal einzustellen. Der erscheint realistisch, wenn auch noch nicht endgültig gesichert. Auch das können wir nicht allein entscheiden, da brauchen wir auch die Zustimmung des Ministeriums. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass nicht alle Hochschulen in Thüringen zum gleichen Zeitpunkt mit ihren Vorlesungen und dem Lehrbetrieb beginnen. Wir haben heute Morgen auf Instagram die Studierenden gefragt, ob sie Fragen haben an Sie, und haben innerhalb von 2 Stunden 100 Fragen zusammenbekommen. Sie haben vieles davon jetzt schon im Überblick beantwortet. Ich würde jetzt trotzdem noch mal schauen, ob wir vielleicht einzelne Fragen mal genauer beantworten müssten. Und da wäre zum einen die Frage nach den Prüfungen. Können Sie da schon etwas sagen, ob es ECTS-Punkte im Sommersemester überhaupt gibt und ob es Nachholklausuren geben soll? Ich
bin sicher, dass es im Sommer ECTS-Punkte geben wird. Das kann man, glaube ich, sehr klar beantworten. Was die Prüfungen angeht, kann man jetzt schlecht was pauschal sagen. Wir werden uns aber bemühen, jeder besonderen Situation, das ist dann abhängig von den Studiengängen auch, gerecht zu werden. Es werden Formate entwickelt werden für Online-Prüfungen. Die stehen noch nicht, aber wir sind da in der Vorbereitung, sodass man also auch in einer Zeit, wo Präsenzprüfungen noch gar nicht möglich sind, noch gar nicht erlaubt sind, trotzdem Prüfungen abhalten kann. Und irgendwann wird dann auch hoffentlich wieder die Zeit kommen, dass man Präsenzprüfungen abhalten kann. Und dann werden Prüfungen nachgeholt. Es gibt eine extra Taskforce im Vizepräsidium für Lehre, die sich mit diesen Fragen, Online-Prüfungen, neue Prüfungstermine befasst. Und die werden alles tun, um eben möglichst viele Prüfungen dann doch noch zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, die Nachteile, die jetzt zweifellos entstehen, zu minimieren, so klein wie möglich zu halten für die Studierenden. Und dazu gehört natürlich auch, dass man neue Termine für die Prüfungen anbietet, entweder online oder auch ein bisschen später dann als Präsenzprüfung. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt Online-Angebote. Da werden die Fächer ja auch unterschiedlich aufgestellt sein. Also zeichnet sich da schon etwas ab? Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die sehr konkret Online-Angebote vorbereiten. Es ist sehr gut, dass wir einen Chief Digital Officer haben, der das jetzt alles auch universitätsweit koordiniert. Es werden gerade und sind auch schon Online-Plattformen etabliert worden, sodass da unsere Kapazität, unsere Technik einfach besser wird, dass wir bessere Plattformen haben. Das Multimedia Center wird erweitert, es wird zwei zusätzliche Räume geben. Wir werden auch sehr stark die Möglichkeit für die Lehrenden, ausbauen, im Extremfall, oder was heißt im Extremfall, von zu Hause aus Vorlesungen halten zu können, die dann abrufbar sind von den Studierenden. Das sind alles Dinge, die konkret geplant werden, die Lehrenden in die Lage zu versetzen, relativ einfach auch dann online Online-Veranstaltungen stattfinden zu können. Alles das ist in Arbeit. Ich kann jetzt da noch keine ganz fertigen Ergebnisse auch Ihnen jetzt hier mitteilen. Möchte nur nochmal klar sagen, da arbeiten Kolleginnen und Kollegen jetzt Tag und Nacht an diesen Konzepten und an der Erweiterung der Möglichkeiten. Und ich denke, in den nächsten 14 Tagen wird auch schon viel bekannt gegeben werden können und vieles auch schon nutzbar sein, was es heute noch nicht gibt. Und was ist mit Praktika in den Naturwissenschaften? Wenn die vorgeschrieben sind, dann sind wir bei den meisten Praktika dann auf Präsenz angewiesen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das eine oder andere dann auch online-mäßig geht, aber das wird Grenzen haben und da müssen wir halt versuchen, Nachholtermine hinzukriegen. Vielleicht muss man hier und da in Schichten arbeiten, zumal ja auch zurzeit wir nicht dicht gepackte Praktika durchführen können. Das ist noch offen und das ist sicher eine der größten Herausforderungen, eine entsprechende räumliche Organisation der Praktika dann hinzukriegen, die zum Beispiel diesen Hygienevorschriften, die jetzt gelten und sehr streng sind, entsprechen. Und da kann ich jetzt nicht garantieren, dass das alles innerhalb kurzer Zeit, wenn denn das überhaupt wieder möglich ist und gestattet ist, dass wir das dann alles schnell nachholen können. Aber unser Ziel ist es wirklich, in diesem Jahr vielleicht dann langen Semester so viel wie möglich anzubieten und da würden auch die Präsenzveranstaltungen wie Praktika in Labors dazugehören. Wäre es denkbar, Praktika in eine andere Form umzuwandeln, in schriftliche Arbeiten? Grundsätzlich ist das auch denkbar. Da müssen dann aber auch die Experten ran, also diejenigen, die Lehrveranstaltungen auch jetzt geplant haben und die Lehre machen. Wir sind da offen für alle Innovationen und ich kann mir sowas im Einzelfall durchaus vorstellen. Meine andere Frage mit Blick auf unsere Studierenden, also viele Studierende haben immer die Schwierigkeit, dass ihre normalen Jobs eben nicht mehr angeboten werden. Sie arbeiten in der Gastronomie oder im Veranstaltungsbereich und sind dementsprechend im Moment eben ohne finanzielle Mittel. Hat die Uni da eine Idee? Ja, da haben wir jetzt, setzen wir gerade eine Kampagne auf. Das machen wir zusammen mit dem Freundeskreis der Universität, Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität
Und Sie werden davon hören in den nächsten Tagen und sehen, dass es da eine Kampagne gibt. Wir wollen also Geld sammeln für diejenigen, die jetzt wirklich in einer Notlage gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade viele internationale Studierende trifft oder die ganz besonders betrifft, aber im Grundsatz natürlich alle betreffen wird. Und wir hoffen, dass wir viele davon überzeugen können, dafür für diese Aktion zu spenden, die dann wenigstens für eine gewisse Zeit die Studierenden über Wasser halten, gewissermaßen, sodass man sich was zu essen und zu trinken kaufen kann. Wir wissen, dass schon viele in der Notlage sind. Es können Mieten nicht mehr gezahlt werden. Es finden auch Kündigungen statt und die Leute ziehen zusammen, was natürlich in diesen Zeiten auch eigentlich nicht richtig ist. Aber es sind schon viele in der Schieflage. Und ich denke, dass wir dagegen steuern müssten. Und wir tun das mit dieser Kampagne, die wir dann mit den Freunden und Förderern fahren werden in den nächsten Wochen. Und ich bitte alle, die sich beteiligen können, um großzügige Beteiligung bei dieser Aktion. Es gibt auch Gespräche mit dem Land, hier und da zu unterstützen. Das stößt auf grundsätzliche Schwierigkeiten. Und deswegen glaube ich, dass diese Aktion, die wir jetzt hier begonnen haben, dass die eigentlich das Wichtige ist. Wir können vom Land da nicht allzu viel zurzeit erwarten, wofür ich auch Verständnis habe, weil es eben da grundsätzliche Hürden gibt, die man auch nicht einfach so abtun kann. Sie haben uns als Abteilung Hochschulkommunikation gebeten, einen Dank auch auf unsere Internetseiten zu nehmen für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, die noch vor Ort sind. Wer ist denn zurzeit noch an der Uni? Ja, gestern kam ich hier rein, dann sind die Hausmeister natürlich da und tun ihre Arbeit. Ich weiß, dass in Verwaltungen gewisse Tätigkeiten nur vor Ort stattfinden können. Da gehören zum Beispiel auch Gehaltsabrechnungen zu, dafür muss man vor Ort sein, das geht nicht von zu Hause. Und das Personaldezernat hat es jetzt geschafft, unter erheblichem Einsatz sicherzustellen, dass die Gehälter weiter fließen. Herzlichen Dank ans Personaldezernat, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das gemacht haben. Im Baudezernat kann man sich vorstellen, sind es nicht nur die Hausmeister. Es muss viel Technik gepflegt werden. Es gibt natürlich auch in Krisenzeiten Havarien, die behoben werden müssen. Und es gibt auch im Forschungsbereich eben Tätigkeiten, die nicht eingestellt werden können. Dazu gehört zum Beispiel der Betrieb großer, sehr teurer Geräte, die zum Beispiel gekühlt werden müssen. Oder eben auch andere Langzeitexperimente, die man nicht unterbrechen kann. Und ich weiß, dass diese Arbeiten auch gerade während ungewöhnlicher Stunden stattfinden müssen, also morgens früh, abends spät. Viele arbeiten jetzt vermehrt, auch am Wochenende. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, denen zu danken. Man sieht das natürlich nicht, wenn jemand am Wochenende alle Hände voll zu tun hat. Aber mein ganz herzlicher Dank geht denen, die den Betrieb jetzt so unter diesen schwierigen Bedingungen aufrechterhalten. Können Sie noch was sagen, wie Sie die Situation jetzt mit Blick auf die nächste Woche, die nächsten Wochen sehen? Ich finde, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt implementiert haben, dass wir die unbedingt beibehalten müssen. Wie gesagt, wir sollten nicht jeden Tag auf die Zahlen schielen und wenn sie morgen ein bisschen besser aussehen, denken, dass wir übermorgen die Maßnahmen lockern können. Es muss jetzt die nächsten Wochen so bleiben, wie es ist, um, wenn es denn einen Erfolg gibt, diesen nicht zu gefährden. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass die Situation, wie wir sie jetzt haben, noch einige Wochen anhält. Und darüber hinaus, glaube ich, kann keiner schauen. Dann werden wir sehen, wie sich die Pandemie entwickelt hat, wie die Situation in Deutschland und weltweit aussieht, auch wie sie in Jena aussieht. Das ist aber völlig offen und wer jetzt sagt, er weiß, wie es wird in die eine oder andere Richtung, ich glaube, der nimmt den Mund ein bisschen zu voll. Da können wir wirklich nur auf Sicht fahren. Ich möchte mich auch nochmal bei denen, die in der Kommunikationsabteilung arbeiten, bedanken. Das ist eben enorm viel Arbeit und bedeutet Arbeit den ganzen Tag, lange Tage inklusive Wochenenden. Aber der Erfolg ist eben, dass wir aktuelle Informationen haben auf der Website der Universität. Es gibt dort die FAQs, da gibt es regelmäßig ein Update. Da ist viel Information, die Sie dort abholen können. Und wir werden auch einen Newsletter anlegen jetzt und verschicken. Da werden dann die aktuellen Entwicklungen nochmal dargestellt und es wird nochmal auf die neuen Informationen in den FAQs
hingewiesen, sodass sie dann ständig auf dem Laufenden sind. Und verbunden mit den FAQs ist auch immer ein neuer Blog, in dem auch wissenschaftliche Themen rund um das Coronavirus nochmal veröffentlicht werden. Ja, die zum Teil ja auch auf der Website zu sehen sind, diese Interviews. Ja. Vielen Dank.